Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Soma. So, in der letzten Folge, da haben wir unseren Protagonisten Simon kennengelernt, der einen Autounfall mit seiner Freundin Rachel hatte. Sie ist dabei leider gestorben. Sie hieß Rachel, oder? Hieß sie Ashley? Eins von beiden. Sie ist dabei leider gestorben und wir haben uns Hirnschäden zugezogen und deswegen sind wir hier nun in der Praxis von einem gewissen Dr. Munchie. Aber irgendwie scheint die noch gar nicht fertig zu sein. Jetzt scannen, 2. Mai 2015. Paul, wo bist du? Wir haben noch ein paar Stunden. Ich habe Simon Jared erwischt. Lass uns das durchziehen. Ich habe dein Notebook an der Rezeption gesehen. Bist du schon hier? Ruf mich baldmöglichst an. Okay. Mach dein Zeug bereit. Hey Paul, habe mit PACE über die Laborzeit diese Woche gesprochen. Ich konnte den Scanner für morgen früh und nochmal für Freitag buchen. Ich weiß, das macht zwar nicht viel her, aber sie haben gesagt, dass wir den leerstehenden Rezeptionsbereich als eine Art Büro benutzen können. Dadurch können wir an ihren Computern Simulationen laufen lassen. Außerdem könnten wir dann schnell ins Labor gehen und den Scanner benutzen, wenn sich plötzlich ein Zeitfenster im Benutzungsplan auftut. Ich dachte, wir könnten morgen ein paar Tests laufen lassen. Wir könnten uns gegenseitig scannen, um die Ausrüstung kennenzulernen. Angeblich soll es recht einfach sein. Hoffentlich wird Dr. Aaron Peake am Freitag jemanden rüberschicken. Einer ihrer Patienten hatte kürzlich einen Autounfall. Klingt interessant. David. Wir sind ausgesperrt. Im Laborbelegungsplan gab es heute ein freies Zeitfenster. Leider hat uns niemand über die Änderung des Zugangscodes informiert. Ich rief deswegen den Sicherheitsdienst an und brachte Professor Way dazu, für unser Projekt zu bürgen. Dann bekam ich endlich so einen Oberboss der Rechtsabteilung von PACE an den Hörer, der unser Labor Nutzungsberechtigung erneuern konnte. Den Code darf ich nicht in E-Mails oder Textmeldungen weiterleiten, werde aber eine Notiz oder sowas hinterlassen, falls wir ihn vergessen. Okay. Alles klar. So, 27. April, 2. Mai, 30. April, okay. Heute ist Samstag, der 2. Mai. Okay, vielleicht finden wir ja irgendwo diesen Code, vielleicht brauchen wir den ja später. Aber lasst uns trotzdem erstmal gucken. This is the place, right? It must be. Let's just call Machi real quick. Great. Got his phone turned off. That's okay. I can figure this out. Okay, also irgendwie wurde irgendwo hier ein Code hinterlassen und den müssen wir jetzt finden, damit wir dort hineinkommen. Dann werde ich mal gucken, wo hätten die denn sowas hinterlassen können? Irgendwo bei den Pflanzen hier? Vielleicht hier in seinem Notizbüchlein? 5, 6, Neurographie, bla bla bla. 2501. Ich probier's mal. Bingo, sehr schön. Hab ich hier oben noch irgendwie was übersehen? Eher nicht, ne? Okay, dann werden wir mal reingucken. Ist natürlich eigentlich ziemlich dumm von ihm. Zum Rennen die Shift-Taste gedrückt hatten. Okay. James G. Okay. Das sieht sehr explosiv aus, da sollte ich vielleicht auch nicht rein. Aber wieso ist denn hier keiner? Das wundert mich so ein bisschen. Ach, hallo. Da ist ja doch jemand. Steve, all day. Sieht ja irgendwie noch ein bisschen sehr merkwürdig aus hier alles. Das Nervensystem, okay. Irgendwie finde ich das hier doch ein bisschen unbehaglich, muss ich gestehen. Das sieht alles noch sehr unfertig aus. Okay, Spritzen finde ich immer uncool. Haben wir hier noch irgendwie was, vielleicht irgendwas Wichtiges? Eine Brieftasche könnten wir mitnehmen. Aber die bringt mir leider nichts. Und auch ansonsten scheint es hier nichts Relevantes zu geben.
Gehirnscans sind ja auf jeden Fall. Rückenmark. Okay, verschiedene Ausstöße, wer weiß wovon. Ich denke mal Gehirnaktivität. Und verschiedene Kurven, Berechnungen und Messungen. Also hier ist auf jeden Fall jemand sehr fixiert aufs Gehirn. Das können wir jetzt schon mal feststellen. Aber okay, ich mach mal zu. Mach mal Licht aus wieder. Und lass das mal dann so, wie es ursprünglich war. Und geh jetzt mal zu dem Mann der Stunde. Hallo. Oh, hi. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Okay. Kann ich mich denn hier nochmal irgendwie so ein bisschen umgucken? Also, okay, Entschuldigung. Ich mache ja auch nichts mehr kaputt, versprochen. Aber ich weiß nicht, so ganz, was sie da mit mir vorhaben. Please, have a seat. Ja, gleich. Ich dachte, ich darf mich noch umgucken. So, warte mal, kann ich nochmal mit ihnen reden? So, what exactly are we doing? We're gonna do a scan of your brain. Then we build a computer model of it and bombard it with stimuli. The program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment for your condition. So it's not just a study. This will actually help me. I should hope so. Otherwise, this would be a huge waste of time. You know, I have a serious condition, right? You heard about the car crash, the X months to live deal? Yes, I heard. Must be hard having to hear that. As you know, it's because your brain is weakened so much that it can start to bleed every so often. And if it ever gets real bad, it will kill me. Well, we probably can't restore your brain completely, but we should be able to make those X months turn into years, decades even. If you take care of yourself and don't do anything too crazy, we should be able to get you to outlive the best of us. I really hope you're right about this. Me too. This could make a huge difference for how we treat people with brain damage. So, what do you say? Should we get going? Sure. Let's get started. Take a seat. Okay. Ja, also wir hatten ja zu Anfang gelesen, wir dürfen uns nicht so sehr aufregen oder zu krasse Stimmungsschwankungen, also halt Stress sollen wir vermeiden, denn sonst fängt halt unser Gehirn wieder an zu bluten und unsere Lebenserwartung sinkt gegen null. Okay, dann würde ich mal sagen, ab auf den Stuhl. We'll be out of here in no time. Alles klar, wenn Sie das sagen. All right, let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, David Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. That's so. Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Tja, da ging wohl doch was schief. Oh je. What happened? Hello? Mr. Munchie? Did something go wrong? Das... Kann ich nicht aufstehen. This isn't funny. Okay. I'm not supposed to put myself in. This is kind of stressing me out. Ganz ruhig, Simon. Ruhig. Hallo, blinkendes Licht. Hey! Anyone? Oh.
is this place? How did I get here? What the fuck? I can figure this out. I just need to stay calm. No need to make things worse. Okay, also ich würde ja jetzt hier schon durch die Gegend rennen und schreien, aber gut, dass du noch ruhig bleibst. Sind das... Nee, das sind keine abgetrennten Glieder, ne? Nee, das sah nur so aus. Okay, also irgendwie... das mache ich gleich. Irgendwie sind wir jetzt hier in eine völlig andere Realität geschubst worden. Eine, wo wir in irgendeinem unterirdischen Bau herumsitzen. Okay, der Werkzeugkasten, das ist ja schön. Dann, den kann ich leider nicht benutzen. Super, toll. Und an den Knöpfen hier kann ich auch nicht. Also ich kann hier an dem Pathos 2. Servicekonsole. Omnitool Chip Installationsprogramm. Bauen, formen und optimieren Sie Ihren Omnitool mit vollständig benutzerdefinierbaren Werkzeugen und Hilfsmitteln. Okay. Ich will hier nichts drücken, weil ich irgendwie noch so ein bisschen Respekt davor habe, was geschieht, wenn ich das tue. Aber ich denke, ich werde das jetzt mal machen müssen. Was ist denn jetzt passiert? Automatisiert. Terminal-Freischaltung über Servicekonsole. Okay, das kriege ich hin. Zum Zugriff Omnitool einführen. Wo soll ich das herbekommen, bitte? Gib mir so ein Omnitool. Ach, nie habe ich sowas am Start, wenn ich es brauche. Kann ich das denn kaputt machen? Kann ich da dran ziehen oder irgendwie sowas in der Richtung? Ich kann das doch bestimmt... Oh! Nee. Scheint nicht ganz zu gehen. Also das hier ist die Toolbox, aber irgendwie kann ich da nichts machen. Ich kann sie leider nicht öffnen. Was soll ich denn jetzt am besten tun? Vielleicht sollte ich das mal dagegen werfen. Vielleicht ist das nicht ganz so... Scheint alles nicht zu bringen. Komm schon. Gib mir so ein lustiges Tool. Ich habe doch auch ganz lieb bitte, bitte gesagt. Okay. Gut. Hallo. Ach, du Heilige. Wo bin ich denn gelandet? Aha. Immerhin haben wir das schon mal aufgekriegt. Das ist ja gut. Aber wir brauchen irgendeinen Gegenstand, damit wir an dieses Omnitool herankommen. Okay. Dann suchen wir das mal. Sieht ja doch hier ein bisschen sehr merkwürdig aus. Sieht da hinten aus wie so eine Schleuse. Okay, ich sollte aufpassen, wo ich hingehe. Denn irgendwas scheint ja hier unten... Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Hey, hey, ruhig, 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 ruhig. Alles ist gut. Irgendwas scheint ja hier passiert zu sein. Denn dass diese Dinger aus den Wänden kommen, war, glaube ich, nicht geplant. Sieht ein bisschen aus wie was Organisches. Und das beunruhigt mich, um ehrlich zu sein, noch mehr. Okay, leider nichts am Start. Ich weiß auch gar nicht, ich bin hier völlig alleine. Also es könnte natürlich auch so eine Art Simulation sein jetzt hier. Von dem Doktor her, dass wir da irgendwie uns... mit unseren Ängsten konfrontieren müssen. Wow, 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 wow. Hey, ruhig, 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 ruhig. Was ist denn das? Sobald ich da näher dran gehe, sobald er sich die ansieht, rastet er völlig aus. Also ich glaube nicht, dass er die Teile wirklich mag. Sieht ein bisschen aus wie ein Roboter, scheint aber auch organische Bestandteile zu haben. Ich weiß es nicht. Also ich sollte ein bisschen Abstand davon nehmen.
Pathos 2, Upsilon. Upsi. Hey, you. Can you talk? Can you talk like the others? Why are you like this? You want some structure, Jill? Yeah, you do. So weird. Doesn't make any sense. I'm gonna shut you down now, okay? Yeah, you're creepy as hell, so I'm gonna shut you down. How did I do that? Oh Gott. Oh. Oh. Oh, was ist da? Was ist da? Oh. Hä? Wo ist das Vieh hin? Okay, gleich. Ich würde mich gleich darum kümmern. What? Das war anscheinend gerade sowas wie ein Flashback. Als irgendjemand an diesem Robot-Ding da rumgeschraubt hat. Okay. Oh, ich glaube, ist das sauer. Okay, mach mal da ruhig weiter. Ich gehe erstmal hier lang und erfreue mich meines Lebens. Eieiei. Okay, also es scheint ja wirklich etwas Organisches an diesen Robotern hier zu sein, die die hier haben. Und die haben irgendein freakiges Eigenleben. It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can. Rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you the data safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. Okay, nach und nach, ist der Pausenraum, bekomme ich hier wirklich so einzelne Flashbacks von bestimmten Gegenständen und sehe dann, was anscheinend mit der Crew irgendwie passiert. Was ist das denn zur Hölle? Was mit der Crew passiert oder allgemein, was hier abgegangen ist. Also sie hatten solche Roboter, die anscheinend ein Eigenleben entwickelt haben, organisch vielleicht auch so ein bisschen verstärkt wurden, damit sie vielleicht selbstständig arbeiten, sowas hat man ja schon häufiger gehört. Und die sind ausgerastet und amok gelaufen. Und ich, oh nee, ich darf mich jetzt nicht ernsthaft mit diesen Viechern herumschlagen, oder? Komm schon. Aber anscheinend, ich weiß nicht, also anscheinend können wir die Dinger hier jederzeit versiegeln. Was ich ganz gut finde. Dann lasse ich mal den Pausenraum hier einfach offen. Also ich denke mal, das könnte eventuell eine Fluchtmöglichkeit für mich sein später. Das ist doch ganz gut. Okay, dann lasst uns mal dem Vieh folgen, was hier vor uns weggerannt ist. Wartet mal, ich muss mal noch ganz kurz was gucken. Okay, können wir nochmal machen, ja? Warte mal. Ist das nochmal das Gleiche? Ja. Okay, ich kann auch jederzeit aus dieser Vision raus. Kleines Robotertierchen. Okay. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, was ich hier von all dem halten soll. Ich sollte vor diesen Teilen mich in Acht nehmen. Okay, hier kann ich leider nichts dran basteln.
Da ist auch noch verschlossen, aber ich gucke mich natürlich genauestens um, denn... Okay. Wer auch immer das Licht ausgemacht hat, das war sowas von uncool. Oh, fuck! Kann man jetzt wirklich noch von mir verlangen, dass ich da auch hingehe? Hier scheint es ja auch weiter zu gehen. Okay, meine Lieben. Ich werde dann mal an dieser Stelle einen Cut machen. Mal gucken, ob ich die lustige Tür dann noch öffne zur nächsten Folge hin oder ob ich das lieber sein lasse. Ich glaube, ich sollte es eigentlich lieber sein lassen, aber vielleicht siegt ja doch die Neugierde. Wer weiß. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Soma und bis dahin sage ich ciao.